Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich will auf eine Frage vom Erwin Biebrich eingehen, die er hier in der Online-Community gestellt hat. Vielen Dank dafür. Der schreibt: Hallo zusammen, habe eine Frage an alle, die bereits eine Familienstiftung gegründet und mit der Stiftung Immobilien bereits finanziert bekommen haben. Habt ihr Tipps, welche Banken sich dafür eignen oder wie man die Gespräche mit den Banken am besten aufbaut, um die Finanzierung klarzumachen? Freue mich auf euer Feedback. Danke schon mal. Voranstellen will ich, selber habe ich auch noch keine Familienstiftung. Steht bei mir natürlich in Zukunft auch an, aber wie gesagt, selber für eigene Investments umgesetzt habe ich es noch nicht. Allerdings in meiner Praxis als Finanzierungsvermittler natürlich regelmäßig Berührungspunkte damit. Ich will auf die Frage mal auf zwei Stufen eingehen. Das eine mal, welche Banken machen das? Das drehe ich mal rum und fange vielleicht eher mal damit an, welche Banken es nicht machen. Also jetzt solche klassischen Online-Banken, wie jetzt beispielsweise die DiBa, wobei ich weiß nicht mal, ob die es nicht machen. Generell nicht machen, aber halte ich eher meiner Erfahrung nach wieder, was die insgesamt das Geschäftsgebaren ist und die Strukturen vielleicht für weniger geeignet oder so reine Plattformbanken, die über irgendwelche Finanzierungsplattformen nur ihre Dienstleistungen anbieten, wie vielleicht die DSL Bank, die halte ich da nicht unbedingt für ganz geeignet. Ansonsten hat man bei den meisten Banken, also Filialbanken, relativ gute Chancen. Das ist nicht unüblich, weil wenn man jetzt mal sich mit der Motivation des Bankers auseinandersetzt, seine Motivation ist ja, er muss Kreditgeschäft akquirieren und muss sicherstellen, dass nachdem er das Kreditgeschäft akquiriert hat, sein Arbeitgeber Zins und Tilgung möglichst stressfrei vereinnahmen kann. Und wenn das gegeben ist, dass das funktioniert, kaufmännisch, und dass eine gewisse Sicherheit da ist in Form von werthaltigen Immobilien und auch in Form von einer persönlichen Bürgschaft von irgendjemandem, der auch die Bonitätsvoraussetzungen erfüllt auf der privaten Ebene, wenn der dann irgendein Vehikel einsetzt, sei es eine GmbH, eine Genossenschaft oder eine Stiftung, und es steht aber jemand mit entsprechender Bonität dahinter als handelnde Person ist, glaube ich, in dem Kontext jetzt juristisch nicht immer ganz korrekt, dann ist das dem Banker ja erstmal gleich. Soweit jetzt aber mal, wie alles in einer gerechten Welt wäre. Der Teufel steckt ein bisschen im Detail. Was man verstanden haben muss, jetzt, wenn man normalerweise in die private Baufinanzierungsabteilung geht, wo vielleicht der eine oder andere von euch sein Eigenheim finanziert hat oder auch die ersten zwei, drei Wohnungen, die er zur Altersvorsorge erworben hat, das sind jetzt die privaten Baufinanzierungsberater, sind üblicherweise keine Experten für Gesellschaftsstrukturen und für komplexe Vermögen. Wenn man jetzt ins Firmenkundencenter geht, einer Bank, dann oder auch ins Wealth Management, dann sind das da nicht unbedingt immer Immobilienexperten, was für eine positive Kredit für einen positiv gestimmten Kreditprozess dann auch nicht unbedingt hilfreich ist. Worauf ich hinaus möchte, man braucht in der Bank den passenden Ansprechpartner für das Thema und das ist dann halt meistens angesiedelt jetzt bei kleinen Banken, so dann im Bereich Leitung, Firmenkundencenter, teilweise auf Vorstandsebene oder eben entsprechend im Wealth Management. Also wer jetzt vielleicht von seiner grundsätzlichen geschäftlichen Positionierung Selbstständiger oder Unternehmer ist, der würde dann halt eher so in die Richtung Leitung Firmenkundencenter laufen oder es gibt bei anderen Banken im Firmenkundenbereich A, B und C, die machen dann große Unternehmen, kleine Unternehmen und halt den irgendwie die C, das ist den Gemüseladen an der Ecke, da muss ich mich halt irgendwo im Firmenkundencenter auf Leitungsebene orientieren. Oder halt, wenn ich eher auf der Privatkundenschiene bin, dann muss ich halt irgendwie schauen, dass ich damit eher rauskomme aus dem klassischen Filialgeschäft, sondern eher in Richtung Wealth Management, Private Banking. Da gibt es in unterschiedlichen Banken unterschiedliche Bezeichnungen, aber die Jungs kapieren das üblicherweise und da ist das auch nichts völlig Ungewohntes.
Ich sagte ja aber, Teufel steckt im Detail, was man. Ich habe unlängst jetzt mit jemandem hier aus dem Steuercoaching auch konkret über das Thema Finanzierung in der Stiftung gesprochen. Der hatte so die Idee, mehrere kleine Wohnungen in die Stiftung hineinzukaufen, was ja eine Überlegung ist, die man haben kann, die viele haben, die aber nicht unbedingt, also das Thema ganz viele, ganz kleine Wohnungen, da kann man jetzt die Sinnhaftigkeit generell diskutieren, soll hier aber nicht Gegenstand sein, was aber man verstehen muss, oder mal von einem anderen Ansatz, das hat Sascha im letzten Abschlussevent hier schon erzählt. Das durchschnittliche Vermögen einer Familienstiftung in Deutschland liegt um und bei so bei 200, 220 Millionen. Die exakte Zahl von ihm habe ich auch noch nicht mehr im Kopf. Also das ist eigentlich die Liga mit Thema Familienstiftung. Und wenn jetzt jemand mit einer neuen Stiftung kommt und will dann eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 70.000 Euro in Leipzig kaufen, das passt, also da passt das Vehikel nicht zum Investment und da guckt der Banker auch ein bisschen blöd, worauf ich in der Praxis gerade hinaus oder worauf ich hinaus möchte. Jetzt solche Leute, Leitung, Firmenkundencenter, Private Banking und so weiter, die beschäftigen sich üblicherweise erst mit Finanzierungsgeschäften ab einer Größenordnung 750.000 Euro oder 1 Million, weil ansonsten ist für die Bank rechnet sich das einfach betriebswirtschaftlich nicht, solche Führungskräfte, solche gut ausgebildeten Leute dann für irgendwelches kleinteiliges Geschäft einzusetzen. Wenn ihr da in der Größenordnung investiert und in der Bank den adäquaten Ansprechpartner habt, dann ist die Finanzierung einer Stiftung dann auch gar nicht mehr so ein Hexenwerk, weil im Endeffekt gut ist. Müssen halt zu dem, was ihr aus dem üblichen Bereich der privaten Baufinanzierung, wo private Selbstauskunft, private Bonitätsunterlagen und Objektunterlagen bei der Bank eingereicht werden müssen, kommt dann halt noch die Unterlagen der Stiftung dazu. Das sind ein paar Zettel mehr, die bewegt werden müssen, ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Dann wird üblicherweise mal eure private Bonität halt geprüft und wenn das gegeben ist, dann gibt es einen Kreditvertrag, da steht die Stiftung drin. Es gibt noch eine persönliche Bürgschaftserklärung, die ihr unterschreibt und da ist alles gut. Es ist manchmal so, dass tatsächlich die Banken für eine Finanzierung in der Stiftung, aber auch in der vermögensverwaltenden GmbH beispielsweise, ein bisschen einen höheren Zinssatz veranschlagen. Einfach weil da andere Prozesse hausintern mit anderen Ansprechpartnern notwendig sind. Dadurch kommt das manchmal zustande. Da ist halt die eine Form der Handhabung, wie gesagt, der Spread zwischen dem Zinssatz für private Vermietung und Verpachtung und Finanzierung in irgendeiner anderen Gestaltung, dieser Spread wird immer größer, je kleiner das Investmentvolumen ist. Je größer das Volumen ist, verteilen sich natürlich die entsprechenden Kosten der Bank, die sie da ansetzen oder berechnen, natürlich auch anders. Und im hohen siebenstelligen Bereich spielt das dann keine Rolle. Ich meine, da kommt man dann irgendwann in Bereiche, wo eher privat gehaltene Immobilien unüblich werden. Das ist mal die eine Betrachtung. Die andere Betrachtung, wenn die Bank halt von ihrem mehr an Zinsen absolut nicht abrücken möchte, aus irgendeinem Grund, kann man denen noch folgendes Geschäft vorschlagen und macht denen deutlich, naja, in der Stiftung habe ich ja eine deutliche Steuerersparnis, somit mehr Liquidität zur Verfügung. Lass uns doch Folgendes tun. Ein Teil der Liquidität behalte ich in meiner Tasche. Einen anderen Teil der Liquidität gebe ich euch als zusätzliche Tilgung. Über zusätzliche Tilgung freut sich die Bank immer. Dann kommt sie schneller aus dem Risiko, muss da selber intern bilanziell weniger Rückstellungen bilden und so weiter. Damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Unterm Strich, also freut sich eine Bank über mehr Tilgung, subventioniert das üblicherweise mit einem besseren Zinssatz und ist ja für euch, ihr zahlt es hier nicht aus eurer Tasche, sondern aus der des Mieters. Ist jetzt auch kein Nachteil, auch wenn sich das in der Stiftung gehaltene Vermögen schneller entschuldet, ist dann ja aus meiner Sicht auch nicht so wahnsinnig schlecht. Wie gesagt, was ich halt für wichtig halte, generell in der Finanzierung immer mit der Bank mit sehr gut eingereichten und aufbereiteten Unterlagen kommen. Das ist generell eine gute Idee, weil
Banker, gerade die, die gutes Geschäft machen, die was entscheiden dürfen, die auch Umsatzvolumen machen, die hassen nichts mehr als gammelige Fallakten und Finanzierung, die nicht vorwärts gehen und Kunden, denen sie hinterher telefonieren oder beziehungsweise hinterher telefonieren lassen müssen. Und was natürlich ich selbst von der Reihenfolge her auch immer ideal halte, das hatte ich jetzt auch schon zwei, dreimal die Gespräche, dass mir halt jetzt jemand erklärt hat, naja, ich will eine Stiftung erst gründen oder ich will eine Vermögensverwaltende GmbH erst dann gründen, wenn ich von der Bank eine harte Kreditzusage habe. Wo ich mir also denke, naja, okay, wir können besprechen, dass eine Finanzierung in einer gewissen Größenordnung sichergestellt wird, aber eine harte Kreditzusage kann es wirklich erst da geben, kann es erst geben, wenn der Kreditnehmer wirklich existiert und wenn es auch ein entsprechendes Projekt gibt. Also es ist für einen Banker dann auch irgendwann sehr unangenehm, wenn er ganz viele Vorabgespräche führt und ja, ich will das machen, ich will jenes machen, woran er noch nicht so richtig was verdient und dann erstmal irgendein Findungsprozess entsteht, ob da überhaupt was umgesetzt wird. Also wer von der Bank Geld haben möchte, da ist es wirklich immer gut, wenn er dem Banker sehr gut strukturierte und vollständig aufbereitete Unterlagen zur Verfügung stellt.